Nach getaner Trainingsarbeit gab es am Dienstagabend einen Ausflug in die eigene Vergangenheit. Die Profis von Alemannia Aachen haben die Ausstellung Alemannia 1933 bis 1945 im Internationalen Zeitungsmuseum in Aachen besucht. René Rohrkamp vom Stadtarchiv leitete Nils Winter, Peter Hackenberg und Co. durch die Ausstellung. Und da ging es um die Fragen, was passierte mit der Alemannia während des Nationalsozialismus und wie gingen die Spieler mit der Zeit um? Zwei ehemalige Alemannen waren Reinhold Münzenberg, auch genannt der Eiserne, und Max Salomon, damals ein Stürmer mit viel Feingefühl. Ihre Wege trennten sich durch den Nationalsozialismus. Die Ausstellung im Zeitungsmuseum läuft noch bis Anfang März.